Zu meiner Rechten der Hauptdarsteller der Serie Bounty Law, J.K. Hill, höchstpersönlich, Rick Dalton. Und links ist Ricks Stunt-Double Cliff Booth. Also Rick, erklären Sie dem Publikum, wozu so ein Stunt-Double da ist. Schauspieler müssen eine ganze Reihe gefährlicher Sachen machen. Cliff soll mir ein bisschen Erleichterung verschaffen. Würden Sie Ihre Arbeit so beschreiben, Cliff? Ihm Erleichterung verschaffen? Ja, das kommt ungefähr hin. Meine Hände sind registrierte Waffen. Kämpfen wir gegeneinander und ich töte dich aus Versehen, gehe ich in den Knast. Jeder, der jemanden aus Versehen tötet, geht in den Knast. Das nennt man Totschlag. Das war die beste Schauspielleistung, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Danke. Ich brillante Sau. Oh ja, das war er, der Trailer zum 9. Quentin Tarantino-Film. Von ihm geschrieben, von ihm inszeniert, lockt das natürlich jede Menge bekannter Schauspieler an, angeführt von Leonardo DiCaprio und Brad Pitt, gefolgt von Margot Robbie, Al Pacino, Tim Roth, Timothy Olyphant oder Dakota Fanning. Neben anderen bekannten Schauspielern war es der Trailer zu Once Upon a Time in Hollywood, den uns Sony Pictures ab dem 15. August 2019 in die deutschen Kinos bringt. Er soll, glaube ich, Weltpremiere in Cannes dieses Jahr dann feiern. Und wie so oft bei Tarantino-Filmen, die leben eben durch die Schreibe, durch die guten Dialoge, oft auch recht brutalen Szenen, zeigt dieser Trailer gar nicht so viel auf, außer erst einmal das Umfeld so ein wenig zu situieren und zu zeigen. Wir sind im Hollywood der späten 60er Jahre, Umbruch, viele Schnitte, Name-Dropping und coole Momente, wo ich mir dann so sage, auf der einen Seite Film-Hommagen, die sicherlich eingebaut sind für einen Film-Verrückten wie Tarantino, auf der anderen Seite aber eben auch genug freizulassen, dass man sich fragt, okay, worum wird's gehen? Erklärt wird uns, dass Rick Dalton, ein Schauspielstar, mitten im Kern der Geschichte steht und sein Stunt-Double Cliff Booth, gespielt von Brad Pitt, die beide so 1969 in Los Angeles einfach feststellen, dass Hollywood so sehr im Wandel ist, dass sie nicht wiedererkennen, was dort passiert. Man versucht, Karriere zu retten, wo es geht. Im Vorfeld ging es ja auch viel darum, inwiefern Charles Manson und die Charles-Manson-Morde in diesem Film mit eingebaut werden. Da wird auch nicht so viel gezeigt an dieser Stelle bei diesem Trailer und natürlich auch bei diesen klaren Kampfszenen, Anekdote an eine große Filmikone, wo ich ganz ehrlich sagen muss, passt einfach vieles zusammen, wo ich mir sage, möchte ich sehen, es ist der 9. Tarantino-Streifen und DiCaprio und Brad Pitt zusammen vor der Kamera. Ganz ehrlich, habe ich einfach Bock drauf, freue ich mich schon richtig drauf und auch schon lange für mich einer der meist anticipated Movies 2019, zusammen mit Streifen wie Joker oder Zombieland 2, wo ich nicht nur denke, okay, das wird jetzt groß oder besonders, sondern wo ich mich wirklich frage, wie genau wird sich das im Kinosaal anfühlen, und deswegen freue ich mich auf Once Upon a Time in Hollywood, wie sicherlich ganz viele von euch auch. Was sagt ihr denn zu diesem Trailer? Der wirkt jetzt eher so ein bisschen arthausig, muss ich auch sagen, aber ganz ehrlich, dieses Ensemble, ich bin gespannt. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß im Kino.